Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wir wollen da hinten die Route, die Steilklippe, weiter erkunden, erforschen. Mal gucken, was da alles noch zukommt. Vielleicht finden wir doch noch eine Quest. Ansonsten nur irgendwelche Banditen auslöschen oder sowas. Wir wollen auch diesmal die Küste entlang versuchen zu kommen und drum da ein bisschen frei machen. Und dann mal gucken. Vielleicht kommt da noch was. Vielleicht sind wir dann auch endlich stark genug hier. Um in die anderen Gebiete zu kommen, meine ich dann. In die schwierigeren Gebiete, sage ich jetzt mal. Ich hätte aber schon gerne irgendwie eine bessere Rüstung oder so. Das ist das Beste, was wir haben, glaube ich, Runen. Oder Wölfe, die sind glaube ich außerhalb von Zaun. Und dann gehen wir hier unten lang. Obwohl, vielleicht nach der Brücke. Da haben wir einen Wolf. Ey, mein Kleiner. So, nein, nicht die Wolfsklau. Das hat die Wolfsklau aus Versehen mitgenommen. Nehmen wir alles mit. Werbuch Psionik, Kartoffel, Kohl, Stahlschuh, leere Weinflasche. Geisterschwarzbeerrufen. Eisenerz. Dann lassen wir das mal. Eis! Eisplanke. So, hat er was? Kampfpanzer. Wir greifen uns auch mal an. Interessante Königskrabbe. Okay, die sind hier nur zu zweit. Autsch. Elende Ratte. Was für eine elende Ratte? Wundlagern. So. Ah, hier nehme ich alles mit. Was haben die hier drin? Ein Käserladen. Stahlharnisch nehmen wir mit. Festlederhelm nehmen wir mit.
Fernkampfgeselle? Ich glaube, Fernkampfgeselle können wir nutzen direkt. Ja. Hier nehme ich auch alles mit. Sonst haben die, glaube ich, hier gar nichts mehr. Ne? Kommst du mir her? Ich habe jetzt keine Ladung mehr. Toll. Okay, da sind Skelette. Das sah gerade für mich ein bisschen falsch aus. So, und gleich haben wir schon den nächsten Stufenaufstieg. 107 Punkte noch. Skelette und verloren, ne? Jo! Noch kurz Abstand gewinnen. Noch eine Eisplatte. Alter, der ist aber auch zielgenau. Noch meine Lebensenergie. Okay, warte, wir sind eh wieder voll. Den können wir so erledigen. Wen hat er hier getötet? Aber nicht. Eisenclaymore, wie gesagt, kleiner Rucksack, Stahlschlachter und Sichtbarkeitstrank. Den nehmen wir mal mit. So, und den dahin können wir jetzt erledigen. Und warte. So, wir haben ja wieder einen Punkt. Schildstoß haben wir schon bereits erlernt. Konditionierung haben wir bereits. Was ist das? Schildläufer. Ihr könnt mit da oben im Schild schneller laufen. Was macht das? Angriff zurückwerfen. Sofern ihr ausschließlich schwerer Rüstung tragt, besteht eine geringe Chance, dass ein Teil des erlittenen Schadens auf eure Gegner zurückgeworfen wird. Machen wir das. Hier jetzt aus. Wir sind Stufe 20. Lernpunkte 18, Handwerkspunkte 44. Ah, der ist tot. So. Jagdbogen und Stahlfeil. Jetzt dürfte hier keiner mehr sein. Entropiegeselle. So, Quecksilberbahn. Oh, perfekt. Nehmen wir mit. Walter Wohltat, Festgelderschuh. Da liegt der eine. Da liegt noch jemand. Hier.
Seelenstein. Haben wir hier. Können wir verkaufen. Benötigt einen Schlüssel. Lag die nicht da aber noch ihr? Da ist der. Was ist das hier? Einmal kurz speichern. Meeresspalte entdeckt. Gucken wir mal da drinnen. Okay, er hat eine riesige Kampfkraft. So, der hat hier Groschen, Tankmischer Rucksack, Biene, Nachtschuss, Salz, verfaulter Sonnenbarsch, dann Feuerblitz, Rang 2. Das? Genesungstrank Standard. Okay, hier hinten geht es nicht weiter. Kommen wir da auch wieder zurück? Oder liegen wir schon zu viel? Dass wir untergehen. Ne. Der ist leer. Der ist leer. Ein Esel. Nein! Geselle. Stärketrank einfach. Für 900 Sekunden. Höhere Stärke, okay. Toter Schürfer. So, Magie erfüllte Robe. Silberbahn, Rolle der Wohltat, Larvenheubett. Das war's, mehr ist hier nicht. Okay, da habe ich mir mehr erhofft. Da hatte ich mir wirklich jetzt mehr erhofft. Aber das Stück wird wahrscheinlich voll seine verlorenen. Ich speichere noch einmal. Wo ist noch ein weiter Weg dahin? Ja, voll mit verlorenen. Hier kommt gleich noch einer.
Nein! Mit einem Schlag hat er mich gekillt. Das hinterfrage ich mal nicht. So, das und das. Das und das. So, findet er gleich deinen Weg wieder raus? Wo ist er denn? Keine Ahnung, wo er jetzt ist. Ich glaube, den sehen wir nie wieder. So, ich laufe mal hier raus. Da! Steckt super fest. Ja. Sauber. Keine Ahnung, wo. Was mit dem jetzt ist, ob wir den noch überhaupt wiedersehen werden. So, den nehmen wir alles mit.
Den werden wir wahrscheinlich nie wiedersehen. Was ist denn das denn? Mal weiter nach oben. So, Eichenbogen des Frosthaus. Feuergift 20. Was haben wir hier? Achso, einen kleinen Rucksack haben wir mit mir. Können wir vielleicht dann verkaufen. Schmuckschatulle. Das können wir nicht mitnehmen, aber es ist Stahlbarren und Quecksilberbarren. Teddy. Ah, der findet da seinen Weg raus. So, jetzt können wir das hier öffnen. Zumindest sind wir in der Lage dazu. So, den nehmen wir mit. Das. Rezept. Chemikum Robustheit. Nur die Frage. Der findet sein Weg hier dazu. Perfekt. Na? Ja. Haben wir geschafft. So, was ist das denn da hinten für ein Haken? Auf der Insel. Sind da auch Untote? Wie viel hier eigentlich auch von Untoten geplagt ist, wenn man ehrlich ist. Da sind auch Untote, ja? Nein, jetzt sind wir überladen. Ja, super. Dieses Geräusch schon wieder. Also, und wir müssen wieder was. Oder? Okay, lieber nicht. Was hat dieses Geräusch zu bedeuten? Will ich schon gerne wissen. So, Lederschuh des Elementaristen. So, Feinstahlharnis. Was haben wir hier drinnen? Wer ist denn das? Leiche. Raubvogelei. Alter Runenpfeil. Runendolch. Also was auch immer hier sein soll, ich sehe nicht, was das Geräusch verursacht.
Dich nehmen wir mit. Bist du in der Lage zu schwimmen, oder? Ja. Auf jeden Fall nicht erkennbar, was da sein könnte. Dann reiten wir aber noch mal kurz zurück. Verkaufen wieder das, was wir zu viel haben. Ich mag den Esel. Da haben wir wieder eine Krabbe. Eine Klappe. Mein Deutsch heute auch super. Na, B sind wir bis zum Schiff gekommen. Also, euch lasse ich mal in Ruhe, ja? Hier haben wir einen Weg. Ja, das erleichtert dann den Rückweg hier. Wenn wir hier direkt einen Weg haben, der uns nahe abführt. Und die Hirsche sind hier eigentlich verdammt klein. Hier und da. Wie viel fehlt uns noch von hier? Ein Myradenturm. Und dann noch hier runter einmal und dahin. Und jede Wette, hier ist dann genau so eine Burg wie das hier, das Goldburt. Das hier auch nur so eine Art Schloss ist, an so einem Ende. Das auch von irgendwelchen Untoten oder sowas überfallen ist. Moment. Dann gehe ich mal davon aus, dass hier auch noch so eine Art, beim Nordwindgebirge. Zur Pulverbüste müssen wir auch noch irgendwie einen Weg finden. Und wir sind ja jetzt schon bei um die 40 Folgen und haben es noch nicht geschafft, irgendwie großartig raus aus Ark zu kommen. Gerne irgendwie rauskommen, ohne dass wir die Myradentürme benutzen. Da stellt sich mir eigentlich auch die Frage, was ist das Maximallevel, was wir erreichen können. Reitet wohl! Ja, auch ihr. Oh, neues Bild.
Anspruch an die Novize des Ordens ist groß. Vor dem Aufstieg. Fremdländer. Fremdländer und Hüter, ja? Beeindruckende Waffe, die ihr da habt. Ich hoffe doch sehr, dass ihr sie nur für wegestreue Zwecke einsetzt. Fremdländer. Momo, halt die Klappe. Fremdländer. Ahoi! Jetzt sagt er Ahoi. Ich mag Momo. Verehrer des knusprigen Geschmacks. Jauchzt vor Wonne, wenn sich eure Zähne in einem goldbraunen Leib arker Brot versenken. Ich mag die. Die mag ich auf jeden Fall, die ist sympathisch. Die ist aber auch wohl ein bisschen. Schreitet wohl. Sanfte Freunde der körnigen Erquickung. Zerfließt vor Entzücken, wenn ein knuspriger Leib Brot von den Beinen in eure Hände wandert. Madame. Monsieur. Aber ich mag das hier. Die grüßen einen auch eher so. Die labern einen nicht direkt voll mit irgendwas, mit irgendwelchen Blödsinn. Sondern grüßen einen nur so. Wie töricht ist es für uns Tag und Nacht, unser Leben hinten zu hinterfragen? Was? Ich will jetzt gerne wissen, wie töricht ist das. Wohl. Ja. So, ich hoffe, du hast wieder Geld. Ah, willkommen, dies und das. Schaut einfach ja, selbst. Ja, wieder Geld. So, okay. Das darfst du haben. Echten Bogen des Frosthaus. Wie die vielleicht entzaubern wollen. Eisendolch. Eisenschwert. Eisenstreitkolben. Jagdlangbogen darfst du auch alle haben. Noch ein Langbogen. Runenbogen behalten wir. Runendolch. So, Stab des Frostes. So, und hier. Das behalten wir. So, den kleinen Rucksack darfst du haben. Lederschuh des Elementaristen behalte ich mal. Ich glaube, davon behalte ich auch mal einen zum Entzaubern. So. Behalten wir. Ja, okay, die kennen wir schon. Dann hier, hier, hier. Rezept, Chemikum, Robustheit. Weiß ich nicht, ob wir das haben. Amethysten darf er haben. Wie viel Geld hat er noch? Ah, jetzt fehlt mir noch ein Dings. Okay, jetzt kann ich ihm nichts mehr verkaufen. Schreitet wohl! Geh mal kurz gucken, ob ich was entzaubern kann. So. Nice. So, hier hatten wir. Der darf da rüber. Und das darf da rüber. Ah, den konnte ich nicht. Okay. Ja, den Rest muss ich irgendwie irgendwo verkaufen.
So, habe ich jetzt irgendwas doppelt? Den habe ich doppelt. Den habe ich doppelt. Den habe ich doppelt. Gut, den Rest kann ich wieder verkaufen. Ich hoffe, ich finde jetzt wirklich jemanden, der mir den ganzen restlichen Scheiß abkauft. Grüße. Die beste Qualität von Arctwen bis nach Enderal. So. Dann. Ah, die hat nicht genug Geld. Okay. Das würde sie annehmen. Und hier darfst du das haben. Und das hier. So wie das. 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 Und das. Und bei ihr passt das. Lebt wohl. Wo war der andere Typ nochmal? Kommt zu Irinto Shaanga. Vorala Segel. Gewürze, Teppiche, Exquisitäten. Nur das Beste, frisch aus Kille. Seht selbst. Okay, der nimmt auch nicht alles an. Der kauft auch nur Lebensmittel. Schreitet wohl. Wie nett. Besser als früher auf jeden Fall. Eine lange Geschichte. Wollt jetzt handeln? Wisst ihr, ich bin in einem Dorf in der Wüste aufgewachsen. Eigentlich ging es mir ziemlich gut dort, aber als ich meine Magiebegabung entdeckt hatte, schreitet wohl. So, ich will etwas kaufen. Aber immer doch. So, also die nimmt auch nicht mehr alles an. Schreitet wohl. Also mit ihm? Ja? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. So. Er hat aber kein Geld. Schreitet wohl. Was haben wir hier? Wachturm. Wissensdurstig nach magischen Geheimnissen? Ich habe Bücher, Schriftrollen, Tränke. Alles. Wo war die goldene Sichel nochmal? Malfas zum Gruß. Mendolus hat ja auch irgendwie Sachen angenommen, also einiges. Und der müsste auch Geld haben. Malfas zum Gruß. Malfas zum Gruß. Was verkauft ihr? Dies und das. Schaut am besten einfach selbst. So. Dann kannst du das haben. Hier habe ich nichts für ihn. So, die darfst du haben. Und das hier. Schreitet wohl. So, aber wo werde ich jetzt den restlichen Scheiß los? Schreitet wohl. Egal, wir gehen noch mal die Richtung da hinten. Schreitet wohl. Was da noch ist. Vielleicht schaffen wir es sogar noch bis zum Myradentum. Der Herr, bisher. Malfas zum Gruß. Malfas zum Gruß. Schreitet wohl, Madame. Oh, habt ihr umgeschubst? Madame. Einen Obolus, die Dame. Die Schweinchen sind aber auch echt süß. Süß.
Nicht. Michael, nur überall immer noch die Toten umgeben. Ich warte auf den. Jetzt, da war der. So. Andere leer Groschen. Esel. Der hat noch einen Esel getötet. Bisschen was vorbei. Apropos, wir müssen die Eisbrand auch noch essen. So, jetzt ist die Frage, hier hoch zum geraden Turm? Ja. Ist aber auch echt süß. Wieder auch einen mit seinen Blicken verfolgt. Was macht der Bär hier? Was macht der hier? Schreitet wohl, die Dame. Wohin soll's gehen? Könnt ihr mir etwas mehr über diese Myraden erzählen? Über Myraden? Was soll ich da groß erzählen? Es sind wunderschöne Tiere, majestätisch und wild. Und gefährlich, wenn man einem Ungezähmten begegnet. In der Zeit vor der Blutmondrevolte, also vor einer ganzen Weile, waren gezähmte Myraden wie meiner hier noch ein seltener Anblick. Aber mittlerweile sind sie zumindest hier auf Enderal ziemlich geläufig. Schade irgendwie. Warum schade? Ach,
Das klingt vermutlich albern, aber manchmal sehne ich mich nach der Zeit, in der Großvater gelebt hat. Myradenwärter waren damals viel angesehener, erzählt er immer, und verkehrten mit Erhabenen und sogar Ordenshütern. Mittlerweile... Naja, ihr könnt es euch schon denken. Es ist eben zu was Gewöhnlichem geworden. Und ein Flug ist auch bei weitem nicht mehr so teuer wie früher. Aber was soll's. Verstehe. Und wie genau funktioniert das Fliegen? Woher wissen die Myraden, wohin sie fliegen sollen? Myraden verständigen sich über Schnalzlaute. Kaum hörbar für einen Menschen. Ich als Wärter, der Berylo hier beispielsweise schon seit er ein Küken ist, kennt, kann sie aber wahrnehmen. Und mit ihnen sage ich ihm dann das Ziel eurer Reise, wenn es an den Abflug geht. Das gilt natürlich nur für Strecken, die er auch kennt. Neue müssten wir erstmal gute 100 Mal abfliegen, bevor er den genauen Weg alleine findet. Ah, okay. Gyralo heißt du? Was war denn da oben? Ah, schreitet wohl. Und wohin soll's gehen? Aktuell nirgendwo. Ich will hier mal gucken. Also in so einem Turm würde ich eher ungern schlafen wollen oder wohnen wollen. Wäre mir zu kalt. Natürlich sieht er nicht so Natürlich. Ich sammle hier auch jede Krankheit. Also, das war die Myrade. So. Es ist kein gepflasterter Weg mehr hier. Da ist ein Drachensymbol. Was heißt das? Hatten wir so einen schon? Wir hatten hier noch gar kein Drachensymbol. Ihr Lichter. Esmana Pilz hat Okay, gegen ihr Lichter schaffen wir es nicht. Ihr Lichter sind ein bisschen heftig. Dann gehen wir vielleicht lieber. Wieder zurück oder so? Vielleicht ist auch einfach meine Waffe zu schwach. Wir müssen zusehen, dass wir bessere Ausrüstung kriegen. Oh, der liegt da aber gut. Vielleicht einfach mal umsehen, so wo wir jetzt schon vielleicht sonst noch hin könnten. Wozu wir sonst schon in der Lage sind. Wir sind ja schon ein paar Stufen wieder aufgestiegen, das heißt, wir könnten mal riskieren, irgendwo hinzugehen. Und vielleicht ist unterwegs noch irgendwie doch noch die eine oder andere Quest. Apropos Quests. Bohnen im Sand. In Dünheim bei den Hehlern Lämmerbohnensaft besorgen. In der Nähe der Quellbach Niederlandes zum Suchen. Und in der Wüste Krabbenmagenstacheln sammeln.
Und meine Broschenfürst aus. Okay, Jesper am Myradenturm der Steilklippe treffen. Reicht doch. Die Erinnerungen des Toten finden. Die Ausgrabung im alten Dotulgrab. Das ist die Vergangenheit. Ja? Ob der schneller ist. So, jetzt ist aber die Frage, wollen wir es mal versuchen, vielleicht in die Wüste zu gehen? Einfach mal gucken, ob wir stark genug dafür sind. Ob wir das überleben, überstehen. Dann haben wir auch ein bisschen Abwechslung, auch wenn das mit dem Grün hier richtig schön ist und alles. Würde ich auch gerne mal so einen Tapetenwechsel haben. Und mal ein neues Gebiet entdecken, erkunden. Das halt nicht düster ist oder so. Wir hätten die Brücke da hinten nehmen können, ne? Jetzt bin ich den langen Weg ausgenommen. Keine Ahnung, was mit dem Pferd hinter mir ist. Warum der da seit Ewigkeiten ohne Reiter rumsteht. Ist der Reiter vielleicht tot? Wurde der von ihm was getötet? Länder. So, und dann hier runter. Gleich, also rechts abbiegen. Noch einen anderen Weg hier dran vorbei. Kann ich es überleben? Eselchen, geht's gut. Ist nichts passiert. Das hier. Kanalisationsausgang. Benötige ich den Schlüssel für.
Guten Tag, die Herren und Damenschaften. Fremdländer. Gut, der eine Säbelrassler ist jetzt auch nie mehr da. Ohne angegriffen zu werden. Ich speichere vielleicht einmal. So, genau, da haben wir die beiden, die Bella-Statuen. Ist immerhin immer noch meine Ihr lasst Eselchen ruhen, ja? Hier nehmen wir alles mit. Haben die dann hier was Neues wieder? Oder? Beschriftetes Papier. Rala hatte wirklich Pech. Ihr Kanistenfieber war wirklich schlimm gewesen. Sie stand vor dem blauen Tor. Nachdem wir Rala mit ihrem Dolch auf ihre Bitte hin töteten, passieren seltsame Dinge. Wir haben sie nicht verbrannt. Ob sie als verloren auferstanden ist? Wir haben sie am Strand begraben, aber an der Stelle tauchen merkwürdige Kristalle und Wesen auf. Wir sollten Krokus fragen, ob wir unser Quartier verlegen können. Das da unten? Wo ist der hier hin? Ach, der ist noch da. Hier nehmen wir auch wieder alles mit. Da wurde Rala begraben. So, wo sind die anderen beiden? Wo sind die Marodeure hin? Den nehmen wir auch alles mit. Wo ist der andere? Da. Huhnschlachtaxt. Na, dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.